Da flog ein Heli. Ich hätte Scotty mitgekriegt, hätte Markus seine Einladung angenommen. Ich habe extra nochmal einen Kaffee getrunken, ne? Ohne Scheiß. Ich habe heute selber hier stehen, also Cola mit Koffein. So, sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Bescheid. Bescheid. Enrico? Okay. Enrico doch da? Oder redet ihr nicht mehr mit uns? Hab doch fertig gesagt. Okay. Du bist ein bisschen abwesend gerade, ne? Nö. Okay. Sexy Outfits, die wir da haben. Ah, Retro-Eliminierungsrennen. Okay. 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 Ah, okay. Ah, oh, das ist geil. Das ist geil. Ah, das ist geil. Wow, Alter. Das ist geil. Wow. Alter. Ich glaube, das war's dann auch schon, glaube ich sogar. Ja. Na toll. Nein! Und dann fallen sie beide gleichzeitig runter. Ich bin auch noch zuerst gestorben, Alter. Ich bin auch noch zuerst gestorben. Mhm. Perfekt. Nee, ich bin gestorben. Das ist deutlich hochgejagt. Nein, von uns beiden. Jetzt bei dem Pfeil von den beiden, wo die beiden runter. Ach, war ein Unentschieden. War Unentschieden. Perfekt. Ja, das sieht aber irgendwie witzig aus von hier oben. Ja, ich find's geil. Also. Das ist der Standard-GTA von früher. Oh, Alter. Alter, ich bin der Angel natürlich weg ist. Ja, ich bin voll vorbeigefahren. Hopp. Alter, ich explodiere. Hä? Was ist denn los? Ja, Mann, ich Oha, aber wie? Ich glaube, ich hab gewonnen. Markus hat mich gekillt. Alter, wollte mich verarschen. Markus, schönes Rennen. Hast du gut ausgewählt, keine Frage. Ja. Ja, wenn der 5 Punkte hat, ja. Ach, ich weiß, wenn man nicht gleich bin. Hä? Wusste ich. Ah, okay. Ich dachte, jetzt wusste ich Strecke. Ich dachte. Oh, schau. Oh, sorry. Nein! Ich bin auch weg. Tot. Ich war gerade wieder im Kreis drin, da dreh ich mich. Alter, was war denn das? Keine Ahnung. Alter, was machst du mit mir? Ich hab schon Fehler in der Kurve gemacht. Das fragt Sven jeden Abend auch Kev. Was? What the fuck, ey. Der war heftig, ich weiß warum er das war. Alter. Okay, da wirft er mit Bomben um sich. Sorry. Und da dreht's einen Mann weg. Ey! Voll aus der Reichweite. Ey, fahrt nicht so schnell, ihr Pisser. Nein! Och Mann, Alter. Ich war schon assi, nicht wegzustehen. Oh, ich bin wieder drin. Dinge, die ich jeden Tag zu Sascha sage, zu Sascha, ja, zu Svenja sage. Nein, ich bin nur vorbeigefahren. Nein! Tschüssi!
Guten Flug. Nein, ich bin zu weit weg! Ich da zum PA. Gewonnen. Da stelle ich dann noch mal eine andere Playlist dann für Sonntag. Für das Ding hier mit dem Ding hier? Kann ich auch. Ich finde es gerade bisher witzig. Dann packe ich halt am Sonntag mehr davon rein. Ey, nicht in die Mauer, ey! Alter, ja! Alter, ich explodiere schon wieder! Verdammt! Oh! Sinnlos! Ja, irgendjemand hat mich da volle Esse in die Leitplanke reingeballert. Das war ich, ich geb's zu. Das scharf. Hä? Ich bin gerade immer weitergefahren, obwohl das Ding schon längst zu Ende war. Ja, aber einfach dauert das ein bisschen, ne? Boah, Alter. Boah! Doch, nicht. Ja, nur rammeln, nicht rammen. Sorry. Genau. Das war ich jetzt nicht. Das war ich jetzt nicht. Ja, verdammt. Das war keine Absicht. Nein! Keine Power-Ups! Oh. Gib mir Power-Ups. Ja, Power-Ups. Ich hab keinen Ton gerade. Ich auch nicht. Also kein Motorsound zumindest. Nee, ich hab gar keinen Sound. Ich hab nur nicht das... Das hab ich gehört. Hey, was soll ich machen? Ey, sinnlos, ich kann gar nichts machen. Dabei habe ich mich gerade gedreht, da hätte es eigentlich wieder dran sein müssen. Nee, brauche ich nie. Ich habe nicht mal einen Punkt und alle haben schon zwei. Ja, ich war Markus ja gerade zu der ersten gut. Alter! Ja, die geben auch keine Chance, gell? Die fahren einfach weiter. Kein Wunder, dass es dann keinen Spaß macht. Ja, genau. Bin raus. Da wollte einer rempeln. Ja, ich hab's gemerkt. Sven! Irgendwie komisch, wenn man nur die Booster hat und sonst nicht. Hm. Ja, das rempelt. Die zwei Rammler unter sich. Ja. Das kennst du. Alter! Sinnlos! Ich komme nie vorwärts! Ich weiß, wie ich das Zeug zünden kann. L1. Was, L1? L1. Ja. L1. Steht auch oben links da, wenn du es einsammelst. Vorne unten. Karma, Sven. Karma. Dreht er mich auf der Rampe. Schwein. Nein, nein. Genau, ach komm.
Ja, beide habe ich. Normalen Rennen fahren geht ja auch. Was? Egal. Die vierte Runde ineinander, wo ich rausgeschwungen werde. Einfach Leute, die blöd sind zum Fahren. Von mir war's nicht. In den Netcard-Rennen. Ich warte sogar auf dich. Weil ich war's nicht. Das bringt auch nichts. Wir explodieren jetzt eh, weil die da vorfahren. Also. Das war aber wirklich keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht. Ich war jetzt einfach gar nicht mehr. Ich will einfach stehen, bis sie wegfällt. Voll dann langsam entspannt hinterher. Nein, ich bin weg! Von Kev Gaming hat den ersten Platz gemacht. Ich gehe feste. Nee, wir haben noch ein. Ich bin erster, ja. Ich brauche nur noch einen Sieg, dann habe ich das Ding gewonnen. Du fangst aber auch direkt am Start an mit Rempeln, Alter. Was soll das? Ja, war schon wieder, weil ich bin von der Sprungschanze vorbei. Geht wieder raus. Ich bin von der Sprungschanze geschoben worden. Nein! Du hast mich jetzt gefickt! Du nicht selber. So siehst du, das kann ich nur kämpfen, das kann ich auch. Ja. Du hast mich von der Sprungschanze geschoben, Svenny. Bin ich froh, wenn das Rennen vorbei ist. Weißt du, der Markus, der sieht jetzt gerade ein Ding nach dem anderen. Weißt du, der hat, glaube ich, 3 hintereinander gewonnen oder 2 hintereinander gewonnen. Der Sven ist das, der rappelt die ganze Zeit. Ja, natürlich ist der das. Der Sven auch ist das auf. Die ganze Zeit. Der merkt doch, dass es mehr. Ich bin runtergefallen. Warum werde ich? Dein Ernst? Hä? Ja, sorry, ich kann nichts machen. Ja, es ist verkehrt herum. Das ist die Fähigkeit, die Kevin eingesammelt hat. Alter, Kevin, was stimmt nie mit dir? Hä? Das deine fragst Fähigkeit du ernsthaft ist, noch? Deine Fähigkeit war, alles umzudrehen. Also wenn wir vorwärts fahren, fahren wir eigentlich rückwärts. Ja. Normalerweise ist nur seine Fähigkeit, Svenja umzudrehen. Haben wir auch keine Chance. Wenn deine Fähigkeit auf uns alle. Ja, warte. Beim nächsten Rennen wünsche ich mir mal bitte ein bisschen nicht mehr zur Seite geschubst. Ja, das ist dann schon assi direkt am Start. Weil du kommst nicht mehr hinterher, wenn einer weg bist. Richtig. In meinem Mal ist das okay, aber ständig ist das nicht nervig. Da kann ich Enrico auch durchaus ein bisschen verstehen. Nur auf dem Runden jetzt hintereinander. Wie gesagt, das eine Mal okay, das war ich, aber das war wirklich keine Absicht. Ich meine, wenn vier Leute nebeneinander. Ach, noch mal! Oh nein! Ja, ich wusste ja nicht, was das für Runden sind. Ich habe da keine Ahnung gehabt. Ach, das ist doch ganz witzig eigentlich. Wenigstens bin ich jetzt neben Marco. Da fängt schon wieder an. Ja, richtig. Ich habe rausgemacht! Das war jetzt eigentlich nur Karma. Das war eigentlich die Rache von Enrico, von mir jetzt diesmal. Boah! Alter! Das war aber nur die Fähigkeit, Enrico! Das war gut gemacht. Ja, warte, das ist das 1-0 für Markus, glaube ich. Da haben wir richtig rein. Das war komisch gemacht! Das war eigentlich jetzt nur Karma, Sven, tut mir leid, aber das war jetzt eigentlich nur eine Rache von Enrico und meiner Person. Was hast du gegen mich? Nichts Effektives. Ich habe extra für dich neues Outfit gewählt. Du musst nicht fragen, was hat er gegen dich, sondern was hat er in dir. Das beantworten wir nicht im Stream oder in der Aufnahme. Okay, hat gewünscht. Oh, scheiße. Weißt du? Hier, ganz klar heimlich. Hört sich an wie so ein Nokia-Klingelton. Ja. Oh! Sorry, sorry. Alter, was war das denn jetzt? Was?
Das ist die Fähigkeit von dem Wagen, der hat Raketen. Das ist total dumm. Sorry für den Rempler, Enrico, aber ich habe durch den Rauch nichts mehr gesehen, Alter. Ja, dafür hast du die Rakete abgedeckt. Ich hatte so Hoffnung, dass ich gerade bei dir jetzt war, ich bekriege, dass ich da schön vorbeifahren kann. Ich war ja vorbei. Aber da kann die scheiß Rakete noch hinterher. Meine, stehe ich wieder neben Sven. Oh, danke Sven, danke. Du hast gelernt. Ich bin stolz auf dich. Oh, und er fängt an. Man sollte ihn nicht zu früh loben. Nein! Oh! Der Sven haut es gerade an. Ne, Markus hat das rausgenommen. Kevin, du bist rausgeflogen aus deinem Wagen. Ja, kann sein, ne? Tschüss! Deine Leiche ist rausgerutscht. Jetzt redet Sven nicht mehr. Alle sind jetzt total beleidigt hier. Nö. Das macht noch keinen Spaß. Spaß. Sven, die hast du höflich. Mit Vollmond redet man nicht. Mann, ich kann es nicht. Ich schaff's nicht mal die Liebe zu spielen. Perfekt. Das war's dann wohl. Und ich fall runter. Ja, Mann. Kevin ist schuld. Gar nicht wahr. Ja, sonst. Ich hab alles Kevin mal ehrlich. Ist immer schuld. Ich hab's ehrlich ja alles hier ehrlich verdient. Oh, die Rennen sind neu. Oh, die sind aber witzig, wenn ich ehrlich bin. Mist. Ich hab nur einmal. Und das war bei mir. Oh. Was? Was? Alter! Ja. Fuck? Ja! Wir alle ja. Waren geflogen. Ja! Wir waren doch alle drei beim Haufen. Ich hab Enrico abgeschossen und der ist in euch alle reingeflogen. So geil! Oh. Nee, der hat mich hochgejagt. Der war gut jetzt. Hä? Das machst du jetzt aber selber, Enrico. Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Ich hätte egal. Ah, tschüss, Sven. Jawohl. Sollten den Sven auch mal einen Punkt lassen. Hä? Irgendwie hat Sven noch keinen Punkt. Och nö. Warte, was? Was? Hey, ich hab gar nichts gemacht. Scheiße! Was ist das? Scheiße. Ja, wunderbar. Weil Markus clever ist, lässt den Rico da vorbei und holt mit der Rakete. Ja, er hat extra drauf gewartet, deswegen hat er abgebremst. Ja, klar. So fast nicht. Ja, ich glaube, die Runde könnte... Ich wollte dich eigentlich erst nach hinten wegschießen. Da warst du aber das Deadline-Motorrad. Das ging nicht. Ich weiß nicht mal, wie du nach hinten schießt. R3, also rechten Stick reindrücken. Entschuldigung. Da bist du voll in mich rein. Das warst du jetzt selber, mehr oder weniger. Ja, ich weiß. Fahrt nicht so schnell! Nein! Ihr seid scheiße! Alle! Ich hasse euch! Alter, Kev! Jawohl! What the fuck? Da kam auf einmal dieser grüne Strich? Ja! Ja, das war das Detail, was ich zu spät gesehen habe. Ich zu spät gesehen. Na, aber der kam aus dem Nichts. Ecker. Du kleiner Sack.
Das war der Punkt, wo Kev sich verwandelt hatte, deswegen. Aber da hat er der Strich angefangen. Ach so. Ja, ich habe mich in das Motorrad verwandelt. Und deswegen habe ich die Lücke mit die Bahn zugemacht, dass er nicht im Reifen fahren musste. Kevin verwandelt sich in einen Stock mit zwei Rädern drin. Ich hol mir erstmal den Punkt. Na, das ist aber ein Spiel für ihn, merkt man. Ja, aber die Runde wird wahrscheinlich schwierig werden. Jetzt hat Sven den Start verpennt. Vollkommen. Mhm. Oh, er holt doch auf. Guck mal, da kommt der auch von hinten. Ja, das ist normalerweise mein Part. Bei ihr. Oder bei ihr. Oder was? Scheiße. Ah, das ist vorbei. Ich gedreht. Nein! Ich hab's gesehen. Dieser Rauch. Dann die Bombe. Alles taktisch geplant Bombe. Gewesen. Ja, Sven hatte den gepickt. Rauch und du hattest die Bombe. Kennst du, ne? Markus hat gewonnen, die Runde. Na klar. So, jetzt müssen nur noch Enrico und Sven einmal gewinnen, dann können wir das Ding noch ewiglich hinziehen. Oh. Genau. So sehe ich das auch. Dann war die Spieleliste heute ein Spiel. Perfekt. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, weiter geht's. Kevin, hab ich gesehen. Fuck. Ja, da war kein Platz mehr für drei Leute nebeneinander. Und jetzt? Alter. Ich hab doch was aufgeschissen. Ja, aber ich lebe noch. No, Sven lebt auch noch. Ja, Sven ist wieder da. Nein, bin ich nicht, ich sterbe. Er ist komplett abgekürzt, von außen weg. Oh, da zieht er fast rein. Alter, wieso hab ich... Ah. Ja, komm. Perfekt. Ach, komm weg. Wo seid ihr denn? Weißt du, da hab ich gerade so das Ding bekommen und wurde weggehauen von Sven. Sinnlos. Warum gibt's denn das mit diesem scheiß Kreis? Ganz ehrlich, das macht gar keinen Spaß. Wenn dieser Kreis nicht da mal wäre, man irgendwann noch zwischendurch aufholen könnte, würde das viel mehr Sinn machen. Hm. Aber immer mit diesem Countdown, der dann runtergeht, nee. Mhm. Wenn das nur mit Ausschalten wäre, ohne dieses der letzte wird rausgeschmissen. Richtig, genau. Na, oder wenn du den Kreis verlierst. Ey! Ey, weißt du, das geht ab. Ja, das war's. Wenn ich einmal drehst, hast du verloren. Ich bin so fair. Ach, scheiße, einer hat's geschafft. Was macht ihr? Wir kuscheln. Wir wollten euch mal zeigen, wie ihr beide auf uns wirkt. Das willst du gar nicht wissen. Das ist nicht jugendfrei. Boah, Drift, Drift, Alter! Nein! Das war hart, das hast du nicht auch selber mitgehalten. Komm, ich hab extra gewartet auf dich. Na, das Leben. Schade. Das war zu spät, was zu spät gebremst. Ja, ich stehe nicht so auf Bremsstreifen. Alles klar.
Markus hält sich da schön raus. Ja, ich hab Sven kommen sehen, habe ich gebremst. Tschüss, Sven. What the fuck, Alter? Was war das denn jetzt gerade für ein Schwachsinn? Mit dem Kreis? Ja, bleib am Führenden dran, dann ist es Sven, der runterfällt. Ja, weil Sven erster Platz war. Ich hatte gar keine Chance. Alter! Ich mach hier bei dem Rennen keinen Punkt, ne? Im Hintergrund bei meinem Bild gerade war eine Leiche, die in der Luft hängt, zu sehen. Auch geil. Ja, diese Runde geht dann. Sieht ziemlich deutlich aus gerade. Oh. Was denn jetzt? Alter. Ich dachte, man hat nur eine Rakete. Nee, der hat keine Ahnung, so lange wie das Ding halt dauert. Ach so, das war ja mit der Auto Suchfunktion dann, ne? Ja. Der ist schon scheiße, wenn man ehrlich. Da kann es aus, als wenn wir alle runterfallen. Sorry. Ja, ich bin wieder raus. Das war keine Absicht, ich bin so gelandet. Alles gut. Ja, das war's. Enrico, beherrsche dich. Nein, Marco! Oh, sinnlos. Hä? Oh, jetzt, nein, diesmal schieße ich nicht. Nein! Ich habe auf dich gewartet. Mehr war nicht gesagt. Ich habe extra nicht geschossen und er kommt mit einer Bombe. Scheiße. Scheiße, die wandern. Wenn ihr euch da streiten wollt, dann macht das bitte nicht, wenn noch ein Ritter daneben ist. Wisst ihr, an was mich die Hupe erinnert? Als wenn man auf so einem Jahrmarktgerät sitzt. Und es geht jetzt los, die Runde. Was ist das? Nein, Kevin! Markus! Schläfst du? Okay, dann nicht. Hä? Ah, ne, alles gut. Ich bin noch da, alles gut. Wollen wir das mit den Raketen eigentlich noch machen? Also mit den Wagen und Raketen? Und alles Gute zu, naja. Ja, ganz zum Schluss dann, ja. Wenn wir da aufhören. Dann ist ein Schluss geplant. Ich würde sagen in einer Stunde, also, weil. Ja, alles gut. Das wollten wir ganz zum Schluss machen, um dann praktisch den Leuten, du weißt schon, zu wünschen. Guten Fick ins neue Jahr. Knallt die Alte richtig hart. Wir wollten nicht wissen, was du nach dem Stream noch vorhast. Nee, das. Nicht. Wo ich am letzten noch bin? Mensch, Enrico, du weißt doch, Piraten. Wir kennen nicht ihre Tage.